Not stelle ich das andere noch auf 666.000 Euro runter. Haben für nächste Saison halt ein bisschen weniger Geld. Aber halt mehr im Allgemeinen. So, bis ans Limit müssen wir nehmen. Und hier die 15%. 15, ja. Ja, mehr möchte ich nicht wegnehmen. Ist mir sonst zu gefährlich. So, wir werden natürlich etwas Gas geben. Nicht zu viel. Ja, die Reifen überhitzen hier in Doha sehr gerne mal. Mich freut es, dass wir die erste Startreihe haben. Bitte guter Start, bitte guter Start. Jawohl. Stock und Gucci mit einem richtig... Ich habe vergessen, Sprit rauszunehmen. Ist nicht so schlimm. So, können unsere Leute ein bisschen... schon mal den Sprit zu... die Reifen zurückhalten. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr reifensparenden Wagen. Oh, Gucci, aufpassen. Brunier ist da. Na, ich hab den Brunier da ein bisschen auf Vorsicht erstmal. Der könnte der neue Agnello werden. Okay, hab ich bei Topf auch gedacht. Ja, sollte aber auch nicht zu. Wir müssen halt aufpassen. Jedenfalls müssen wir reparieren, zumindest mal den Bremse oder Frontflügel. Was ja nicht so lang dauert in der Regel, aber Gucci und Stock ist schon mal gut unterwegs. Ja, und sobald das erste Getriebe reinflattert und erster Motor, dann sollte es eigentlich wieder ein bisschen beruhigen, dass Rosini uns da Stress macht. Obwohl, letzte Saison waren sie in der Mitte der Saison noch am stärksten. Wieso schon jetzt schon ihre Reifen? Also einen Stopp muss man mindestens fahren. Ja, hier ist es auch nicht so schlimm, mal einen Zweistopper zu machen. Weil man halt sehr gut die erste Kurvenpassage abkürzt. Genau, deswegen haben wir auch die Reifen gespart. Und wir müssen jetzt aufpassen wegen rotem Bereich. Also vom Reifentemperatur her. Ja, die Rosinis können Gott sei Dank nicht folgen. Topf und Brunier sind da alleine auf weiter Flur. Ich habe den ausgelacht, ne? Oder die ausgelacht. Muss ich sagen, die fährt gerade nicht so schlecht, kann aber nicht mehr lang fahren. Das muss ich auch dazu sagen jetzt. So, Temperatur ist wieder in Ordnung. Können wieder Gas geben. So, was macht ein Fikete? Punktmäßig sieht es folgendermaßen aus. Steinmann und Windsor keine Punkte. Okay. Also Ziel ist es, 15 Runden zu fahren, dann reinkommen, Boxenstopp, rausfahren. Ist ein Plan, würde ich mal sagen. Ne? Das zweimal. Umso länger wir fahren, umso besser halt, weil dann die anderen Reifen von denen, wenn wir frische Reifen haben, sind die von denen richtig kaputt. Klar, wir können auch die Mediums einsetzen und dann nochmal anders fahren. Oder wir kommen diesmal im ersten Stopp halt früher rein. Ja, bei Stock mache ich mir weniger Sorgen als bei Gucci. Weil er halt einen roten Bereich hat.
So, wir können wieder etwas Gas geben. Also Stock sollte halt fast schon safe vor den Rosinis rauskommen. Bei Kuji schwierig. Er sollte vielleicht vor Topf rauskommen. Weil unsere Boxen-Crew ist hoch motiviert. Wollen den vierten Titel in Folge sich schnappen. Und haben alle neue Verträge. Ja, aber wer gibt bitte ein Team 12 Rennenvertrag bei 15 Rennen der Saison? Also wir sind in der 12. Runde. Also bis auf Runde 21 kommen wir auf jeden Fall safe schon mal nicht. Runde 12 klingt für mich als Runde, aber Runde 12 ist ein bisschen knappig. Runde 13 ist mir... vielleicht Runde 14. 14 ist eigentlich sogar noch besser. Da sind wir genau in der Mitte. 14, 28, 42. Oh, Mayo ist auf Platz 8 aus, denn nach dem Boxenstopp, das ist krass. Weil das hier ist wirklich krass, diese Position hier. Also Chirot könnte im ersten Rennen schon gut Punkte holen. Jetzt 49,1 wir fahren, 1,51,3. Ist okay. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass sie uns einholen. Immerhin auf 50 Sekunden Rückstand, ne? So, ist Boxenstopp-Time. Also der Abstand zwischen unseren Fahrern ist jetzt nicht mehr so extrem. Also immer noch 6 Sekunden. Aber zum Rosini deutlich besser. Oh, und Topf macht nur einen Stopp. Aber ist direkt hinter Strüff. Reifen gehen perfekt auf, ne? Guter Stopp. Auch guter Stopp. Und wir kommen mal davor raus. Und jetzt kommt Safety Car. Jetzt kommt Safety Car. Och nö. Oh. Jetzt ist es schwierig zu sagen, weil die könnten uns dadurch was überholen. Hier auf die Harten. Weil jetzt ist es gefährlich. Weil jetzt könnten die in die Box gehen und einfach uns überholen. Was machst du denn? Und damit gehen wir jetzt auf diese... Der geht auf Medium. Ganz schwierig. Das Rennen beginnt zur Hälfte fast neu. Wir haben Gott sei Dank genügend Sprit an Bord, um jetzt mal mit der motormäßig Gas zu geben. Aber wir haben halt jetzt die härteren Reifen. Ja, gut gemacht von Kuji. Vorsicht, Rosini. Der wird richtig aggressiv jetzt fahren. Das ist mir schon bewusst. Auch wenn ich
festen Verhältnissen mit Überzeugung bin, dass Brünin nicht halt nicht durchfahren kann. Sieht aber bei Topf halt anders aus. Topf war vorbei an seinem Teamkollegen. Brünin mit Schwierigkeiten. Die Reifen, die harten Reifen haben natürlich ihren Vorteil, ne? Aber gucken, vielleicht können wir irgendwann nochmal auf die Softreifen wechseln. Wie lange wird es noch Gas geben? Die müssen doch brennen, die Reifen von dem schon. Also Motor kann ich schon noch verstehen. Aber ja, Reifen sollten sie langsamer zurückstellen. Werden die harten Reifen gerade kälter? Die harten Reifen werden kälter. Okay, jetzt kann ich verstehen, warum der so lang Gas gibt. Na, ich bin guter Dinge, dass Kuji das jetzt so schafft. Also Stock fährt schon wieder vorne weg. Und halt mit dieser Einstellung, das schafft das auch Kuji. Sobald, glaube ich, Topf zurückstellt, wird der übelst langsam. Ah, dann ist er noch von der Strecke abgekommen. Haha, jetzt haben wir so drüben, unser Verfolger. Wo kommt der denn her? Ja, die Reifen werden so Stückchen für Stückchen etwas kühler. Oh, Bordog. Also das Feld hat sich gut durchmischt hier. Okay, Stock macht schon wieder sein gewohnten Ding. Und die können auch nicht mehr das Tempo mitgehen. Ja, wer zu aggressiv fährt. Also Esprit holt momentan richtig gut Punkte, ne? Rüger ist einmal von so einem richtig guten Ergebnis auf einmal zu 0 Punkten. So wie die Gas gegeben haben, weiß ich auch nicht mal, ob die jetzt wirklich durchfahren mit diesen Reifen, ey. Wir haben fast schon 10 Sekunden Vorsprung. Oder in dem Fall auf 4. Aber trotzdem. Ah, ganz gut. Das Drift gibt gerade ein bisschen Gas wieder. Also habe ich mich vielleicht ein bisschen mehr Sorgen gemacht als gedacht. Aber ja, man sollte die nicht unterschätzen, gerade im ersten Rennen nicht, wegen Reparaturen. Ne? Sieht bisher sehr gut aus. Ja, bei Stock mache ich mir noch weniger Sorgen. Ja, das Aufhängung und noch 37 Punkte. Ja, hier Frontflügel. Ja, durch das 6er Boxenteam, was wir jetzt noch haben, sind die ja nicht länger. Das heißt, die machen erst die Reifen, dann reparieren die. Das heißt, Reparaturstopps kosten jetzt noch mehr Zeit. Deswegen ist es für mich umso wichtiger, das Auto so weit abzuquälen, dass wir keine Reparaturen haben. Ja, und der Strüfter fährt den Rosinis da gut weg. So, De Galdo und Bardo sollten bald reinkommen.
Ja, ich kann sogar fast schon überlegen, um auf die Softreifen zu gehen. Zumindest mal mit Stock, aber dann geht Kuji vorbei. Der fährt immer noch relativ zügig. Uiuiui. Ich glaube, wir hatten mit Kuji auch 10 Sekunden Vorsprung, ne? Also ein 10-Sekunden-Fenster ist ganz gut. Müssen wir hier überlegen, mal schauen, wie viel die Galdo nach dem Boxenstopp Rückstand auf Stockert. Wenn er mal reinkommt. Wenn sie mal reinkommt. Also langsam wird es mal Zeit, ne? 17% sind schon sehr wenig. Jetzt. Wustrüff ist näher dran als Kuji an Stock. So, wir gucken. 39,3 beim 9 beim Eingang. Sieben Sekunden. Großzügige 7 Sekunden. Verlieren wir. Klar, wenn Stock reinkommt, kommt auch Kuji rein. Aber dieser Strüff will einfach nicht weggehen. Ich will halt auch nicht pushen, weil ich muss halt auf den Frontflügel aufpassen. Deswegen lieber eher durchfahren, als statt zu riskieren. Klar, ich könnte bei Kuji immer noch sagen, das Stock vorbei. Wäre dann nur fair. Aber es trifft holt halt leicht auf, ne? Von mir aus können sie auch die schnellste Runde haben. So, wie jetzt ganz. Also, Galdo immer noch auf Platz 7, Bardo auf Platz 8. Also, das war. Das ist Krüger auf einmal letzter. Weil Steinmann einen Punkt hat. So, vielleicht sogar 2. Alter, was ist das für eine Truppe? Die Ravara kommen in die Box. Hat doch keinen Stopp gemacht. Wir haben sogar 2. Ja, jetzt sind wir sind eigentlich fast so weit, ne, mit dem Vorsprung, dass es reichen würde. Aber dann verteidigt er vielleicht sehr gut und dann. Wir sind beim 22%. Und Reparaturstopp. Wir wissen, wie lange das dauert. Hier ist die Frage, was repariert wird, ne? Wir sagen den beiden, die sollen mal ihren Wagen sparen. Wir werden vielleicht langsamer, aber nicht so viel langsamer, dass die halt uns easy bekommen sollten. Dadurch sollte die Prozentzahl hier nicht so schnell runtergehen am Frontflügel. Also Motorgetriebe mache ich mir echt gar keine Sorgen aktuell. Hat irgendjemand gerade ein Zeichen? Strüff nicht. Topf hat ein Zeichen. Bordock hat ein Zeichen. Okay, manche haben ja schon repariert. Ja, hier. Der Panther. Okay, ich glaube, die anderen haben alle schon repariert. Oh.
Der Struff kommt näher. Noch 4 Runden. Der kommt schon ordentlich näher. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass der Frontflügel hält. Das müssen wir definitiv richtig gut upgraden. Wenn es dann 2 Stock kaputt geht, geht es richtig kaputt. Deswegen würde ich sagen, Stock kann ruhig so weiterfahren. Fuji auch wieder. Bisschen mehr Schongang. Okay, Bordock in der Box. Brunier in der Box. Topfer auch in der Box. Die Frage ist Trüff. Band auf Platz 4. Das ist ja unglaublich, ey. Ich glaube eher, dass der durchfahren möchte. Attackiert auch sehr stark, ne? Das ist eine Riesentruppe. Das ist eigentlich mega geil, das zuzugucken. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Leute. Jetzt geht die letzte Runde. Sie können es auch richtig unterschiedlich. Also Taylor konnte rausfliegen aus den Punkten. Das ist die Chance für Chirot. Krüger glaube ich eher weniger. Naja, wir gehen auf Stock, der den ersten Sieg der Saison holt. Und unsere Siegesserie weiter ausbaut. Der Wagen von Kuji hat gehalten, Gott sei Dank. Dieses Sparen war, glaube ich, Gold wert. Struffer Dritter, dann Topf, De Galdo, Brunier, Bardo, Fekete, Telizzi, Taylor, reicht es, schafft es über Linie. So kann die Saison jetzt weitergehen. Was heißt weitergehen? Die geht schon seit 3 Jahren so. Bei 46, jetzt so gesehen offiziell 47 Siege in Folge. Ich glaube, das ist Geschichtsbuch. Also, wenn in echt wäre, das ist, glaube ich, geschichtsbuchträchtig, weil ich glaube, es gibt kein Team, was alle Rennen einer Saison gewonnen hat. In echt. Zumindest in der Formel 1. Bei einem anderen Sport weiß ich es nicht. Kann gut möglich sein. Aber wir mussten halt die Strategie doch ein bisschen anpassen. War natürlich auch sehr ungünstig, dass wir aus der Box rausgekommen sind und dann das Safety-Car direkt kommt. Aber gut. Doppelsieg, schöne 43 Punkte und schon mal einen sehr schönen Vorsprung in der Teamwertung. Das ist ein schöner Vorsprung. Ja, Esprit, Chirot und Krüger. Also Krüger erwarte ich eigentlich nicht, dass die um den Abstieg fahren. Am ehesten hätte ich es auf Team Kirov zugetraut, aber die haben dann 6 Punkte. Aber es ist Anfang der Saison. Es kann auch einiges gehen. Aber ja. Ich bedanke mich aber schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Minus gemacht. Eigentlich müssen wir was sogar Plus gemacht haben, oder? Ja, die ganzen Bonuszahlungen kommen dazu. Schwierig zu sagen. Sehen wir jetzt. 400.000, das geht. Da bin ich sehr zufrieden mit. Damit kann ich leben. So, auf jeden Fall gewinnt Otsu Eastwood. Hui, sehr stark. Und was macht die Yupin? Da fährt ja Budeta mal ganz weit hinten rum. Wie zu erwarten eigentlich. Wie zu erwarten. Aber gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall aber schon mal, oder jetzt auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt.
Würde mich dann freuen, wenn ihr auch dann in Tondela dabei seid. Bei einem vielleicht etwas schwierigeren Rennen wieder. Ne? Wir kennen es ja, Peking und Tondela sind so Strecken, die uns eigentlich nicht so gut liegen. Aber wir haben jetzt eine neue Bremse, werden halt uns bemühen, so schnell wie möglich den Wagen zuverlässig zu machen. Ich mache mal einen Tag weiter. Okay, machen wir das in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.